So, ein bisschen langsamer machen. Wer weiß, ob hier auf einmal ganz viele Autos hinter der Kurve stehen. Ne, stehen keine. Und da vorne ist die nächste Haltestelle. Burghof, Höhenstraße, genau. So, und da wartet wieder jemand. Dann einmal Blinker setzen und anhalten. Ja genau, ihr könnt mir aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von der Multiplayer-Funktion hier beim Bus-Simulator haltet. Guten Tag. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Genau, aber ich finde es auf jeden Fall schon eine ganz coole Sache. So, hier geht es rechts lang weiter. Wir verlassen jetzt wieder Burgfelde und es geht nach... Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wohin. Aber stand da eben so. Die gelbe Ampel haben wir jetzt gerade noch erwischt. Konnte noch ein bisschen Zeit rausholen. So, und die ist auch grün. Komm, bleib grün, bleib grün, bleib grün. Wir müssen links, genau. So, aber hier fährt die 135 nicht lang. Die fährt also eine ganz andere Strecke nochmal. Mal gucken, ob wir die dann irgendwann mal auch in der Schicht fahren werden, wenn wir die halt im Schichtplan dann zugeteilt bekommen. Genau, so. Vorne rechts lang weiter. Na komm, gib Gas. Na, so viel Zeit haben wir jetzt aber auch nicht rausholen können. Boah, da zieht der eiskalt noch links vorbei vor dem VW-Bus. So. Ja, aber viel Zeit konnten wir jetzt echt nicht rausholen. So, da sind wir auch schon in Winsenburg und da ist die nächste Haltestelle. Drei Grenzen. Also ich hoffe mal, dass jetzt die 2,7 Minuten nicht als verspätet angerechnet werden. Wir werden es ja am Ende bei der Auswertung sehen. Ich bin am Ende echt mal gespannt jetzt im Moment schon, ob wir das bestehen werden. Hallo. Mit der Verspätung. Guten Tag, hallo. Wir haben jetzt zwar noch keinen Unfall irgendwie, ne? Aber, na, Fahrgastkomfort ist ein bisschen niedrig. Oh, es ist warm im Bus. Ja, sagen es doch gleich. Wir machen die Heizung aus, kein Problem. So. Müssen sie nur sagen, dann machen wir das auch. Kein Problem. So. Und weiter geht's. Das war die Haltestelle 3 Grenzen. Jetzt geht's nach Schmalebach. Vielleicht können wir in der nächsten roten Ampel oder so auch mal gucken, wie es denn gerade steht. Also, ob wir jetzt schon in der Mitte sind oder schon eher nah an der Endhaltestelle oder so weiter. Können wir nochmal gucken. Aber jetzt müssen wir erstmal hier schön fahren. So. Auch nicht zu schnell. Lassen wir den Bus gerade mal rollen. Jetzt leicht um die Kurve ein bisschen abbremsen. Genau, das war eigentlich auch schon alles, was mir jetzt so eingefallen ist zu dem Thema. Oh, fuck, warte mal. Pause. Jetzt weiß ich nicht, wo wir lang müssen. Hier ist kein Zeichen. Ah, wir müssen geradeaus. Gut, okay. Puh, ich dachte schon, wir müssen jetzt noch schnell links abbiegen. Das wäre nichts mehr geworden. Bisschen schnell in der Kurve gerade gewesen. So. Genau, das war schon alles, was ich hier zu dem Themenvorschlag, jetzt, was mir eingefallen ist, was ich hierzu sagen konnte. Genau. Und wie gesagt, was ihr von der Multiplayer-Funktion im Bus-Simulator halten würdet, schreibt es mir gerne auch mal in die Kommentare, vielleicht auch, wie ihr euch das so ein bisschen vorstellt oder so. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren und an der Stelle nochmal vielen Dank an dich, die Flasche HD, für deinen Themenvorschlag. Und wie gesagt, falls ihr auch Themenvorschläge habt, über was ich hier mal in einer Folge Let's Play um sie 2 reden soll, dann schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Ich schreibe mir auch die immer alle raus in so eine Liste, damit ich dann auch keinen von den Themenvorschlägen vergesse. So, Blinker gab es bei dem Mercedes da vorne scheinbar nur gegen Aufpreis, deswegen hat er jetzt wahrscheinlich nicht geblinkt, genau. Und da ist die nächste Haltestelle. Habe ich jetzt schon umgeschaltet? Ja, habe ich. So, und da wartet auch wieder jemand. Ach, jetzt hat er doch. Wahrscheinlich gab es nur den linken Blinker gegen Aufpreis, ne? Der rechte Blinker war standardmäßig verbaut. So, war natürlich nur Spaß, aber weiter geht's. Das war die Haltestelle Schmalebach und wir sind bei 3,1 Minuten Verspätung. Uiuiui. Mal gucken, ob wir das noch rausholen. Hüsken. Wird spannend. Hüsken ist die nächste Haltestelle. So, Kickdown. Ein bisschen Gas geben. Ein bisschen Zeit rausholen. Komm schon. Ah, ich weiß nicht. 3 Minuten ist echt schon so eine kritische Grenze, wo ich sagen würde. Das könnte auf jeden Fall schon als verspätet angerechnet werden. So, da ist wieder ein Ampel. Ah, wunderbar. Sie wird grün, wo wir kommen. So ist das so schön. Ah, Leute, kann es sein, dass wir letztes Mal aus der Gegenrichtung kamen? Ich erinnere mich irgendwie an die Stelle, dass wir aus der Gegenrichtung kamen und hier so einen Schlenker gefahren sind. Irgendwie erinnere ich mich noch daran. Das heißt, wir sind hier dieses Stück in die Gegenrichtung letztes Mal gefahren. Irgendwie erinnere ich mich noch an diese Kreuzung, an diesen Typ von Kreuzung hier. Ich glaube, das sind wir damals gefahren, letztes Mal bei der Prüfungsfahrt. Alter, hier kommen aber auch viele entgegen. So. Mein lieber Mann. Hoffentlich kriegen die gleich mal rot, dass wir dann abbiegen können. Oder es kommt keiner mehr, so geht's auch. Genau, aber hier runter sind wir bis jetzt noch nie gefahren. Wieder auf neuen Strecken unterwegs. So. Da vorne langsam machen, damit es möglichst komfortabel für die Fahrgäste wird. So. Ich hoffe echt mal, dass wir bestehen. Wird aber echt ziemlich knapp wahrscheinlich. Wir werden sehen dann in der Auswertung. So, da ist die nächste Haltestelle Hüsken. Blinker setzen. War ein bisschen früh gewesen, egal. Und einmal anhalten. So. Dann steigen Sie mal ein, die Damen und Herren.
Kommen Sie rein, treten Sie näher, kommen Sie in den warmen Bus. Wie sieht es mit der Temperatur gerade aus? Oh, 28 Grad. Ja gut, dass wir die Heizung ausgemacht haben. Guten Tag, hallo. So. So, Bus hebt sich an und Blinker links und weiter geht's. Ich finde es auch richtig cool, dass der Bus immer so automatisch halt dieses Kneeling hat. Also, dass er immer automatisch runtergeht. Genau, muss man nicht immer irgendwie drücken, sondern er geht immer automatisch runter. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie noch deaktivieren konnte. Ich glaube aber nicht, ne? Aber ich sehe jetzt auch keinen Schalter. So, ich gebe mal gerade ein bisschen mehr Gas, dass wir vielleicht noch ein bisschen was an Verspätung rausholen. Ich glaube, hier ist nur 30 erlaubt, ne? So, das ist schon die nächste Haltestelle, Hindenburgstraße. Hindenburgstraße. Naja, wir haben schon ziemlich viele Haltestellen angefahren. Mal gucken, wie viele noch kommen werden. Aber wir sind ja jetzt mittlerweile schon in Winsenburg. Gucken wir einfach mal. So, gucken wir mal kurz. Hier oben, wie sieht's aus? Und wir sind jetzt bei der Hindenburgstraße, also hier. Naja, es sind nicht mehr allzu viele. So, Tür öffnen, Tür öffnen. 2,5 Minuten Verspätung. Hallo. Wir sind ein bisschen runtergegangen. Hallo, die Dame, kommen Sie rein. Verspätung ist etwas runtergegangen. Wir haben die Chance, da noch mehr rauszuholen. Komm, das schaffen wir, Leute, das schaffen wir. So, hier geht's rechts lang weiter, wobei, genau, die Straße verläuft hier so. Abknickende Vorfahrtsstraße ist das hier wahrscheinlich. So, schön rum und wieder Gas geben, möglichst Kickdown machen. Und 1,9, 1,8 Minuten Verspätung. Ja, geil. Die geht immer weiter runter gerade. So ist das schön. Neuhof. Geil, jetzt nur bei einer Minute 0,8. Was da los? Alter, hier, Verspätung geht ja mal richtig gerade runter. Kann sein, dass die Haltestelle Neuhof so eine Haltestelle ist, die extra so gemacht ist, wo man nochmal so ein bisschen vielleicht nochmal wartet oder so. Hallo. Guten Tag, hallo. Ich habe es nämlich so im Handbuch von der Map gelesen, dass teilweise so ein paar Haltestellen so eingerichtet sind, dass man da dann nochmal einiges an Verfrühung hat und deswegen es vorkommen kann, dass man an diesen Haltestellen mal ein bisschen länger warten muss. Und jetzt ist unsere Verspätung wieder auf 0 Minuten gesunken. Geil, geil, geil. Sehr schön. Perfekt, wobei jetzt 0,4, aber sie ist wieder sehr niedrig. Das ist schön. Genau, so Haltestellen gibt es anscheinend teilweise mal. Sind aber auch nur so Haltestellen jetzt nicht an Hauptverkehrsstraßen, wo halt nicht so viel Verkehr natürlich aufgehalten werden würde. Ihr seht, hier war jetzt nicht so viel los. Also an Hauptverkehrsstraßen kommt sowas dann nicht vor. Vielleicht wenn so die Busfahrbahn auch mal so in der Mitte ist, so wie wir es bei der Fahrt nach Schichtplan hatten, wo wir da mit der M5, was glaube ich, gefahren sind. Da hatten wir auch so einen Teil, wo lang gefahren sind, wo auch die Straßenbahn lang fährt. Und vielleicht dann so stellen, weil da, ja wobei, da kommen aber viele Linien vorbei, vielleicht ist da dann auch nicht so. Aber halt an Stellen, wo halt nicht so viel Verkehr ist, da könnte dann sowas, kann dann sowas mal vorkommen an der einen oder anderen Haltestelle, dass man da ein bisschen Verfrühung hat und dadurch auch wieder ein bisschen Verspätung eventuell aufholen kann, so wie wir jetzt heute. So, da ist die nächste Haltestelle im Dreistein. Im Dreistein. Im Dreistein. So, fuck, bisschen sehr schnell und ziemlich weit vorgefahren. Na gut, die Leute kommen schon, oder? Sie kommen vorgelaufen, aber das kostet uns natürlich auch Zeit, aber im Moment geht's noch. Guten Tag, hallo. Und die Ampel ist jetzt aber rot geworden, ne? Ja, hallo. Da hätten wir vielleicht sonst noch über die grüne Ampel gekonnt. Naja, egal. So, Bus hebt sich wieder an. Und wir, Leute, wir stehen aber noch vor der Haltelinie. Wir stehen noch vor der Haltelinie, passt also noch. So, und da vorne geht's dann für uns geradeaus weiter. Links wird's zum Depot gehen. Okay, ich dachte schon, hätten wir uns jetzt hier irgendwie links einordnen müssen. Passt aber alles. So, und da wird sie grün. Perfekt. Ah, nee, falsch. Nicht absenken. So, weiter geht's. Bernsstraße. So, jetzt ist es aber dann wirklich nicht mehr weit bis zur Endhaltestelle. Ah, nee, wobei, wenn wir hier links wenn wir da links gemusst hätten, genau, hätten wir auch hier auf der Spur bleiben können, weil ihr habt ja gesehen, die Spur ging ja auch nach links weg. So, und hier wahrscheinlich geradeaus weiter. So, Bernsstraße ist die nächste Haltestelle und die ist aber, wie es aussieht, erstmal ein bisschen weiter weg. Können wir noch ein bisschen Gas geben. Hier dürfen wir wahrscheinlich 50 fahren. Aber geil, dass die Verspätung jetzt doch so runtergegangen ist. Dann hoffen wir mal, dass das sich dann nochmal positiv auf unser Prüfungsergebnis auswirkt und wir dann bestehen. Na gut, falls wir nicht bestehen, ist jetzt auch nicht so schlimm, dann beantragen wir diese Linie irgendwann halt nochmal. Wenn wir hier in unserer Karriere weiterspielen. Guten Tag, der Herr. Ich weiß nicht, ob das dann schon nächstes Mal sein wird, müssen wir mal gucken, oder ob wir nächstes Mal wieder auf einer anderen Map fahren werden.
Auf jeden Fall nächstes Mal, wenn wir an der Karriere weiterspielen, dann werden wir wieder nach Schichtplan fahren, weil wir haben jetzt hier 450 Euro bezahlen müssen, also irgendwas um die 130 Euro werden wir jetzt noch haben. Hier laufen die Leute einfach so über die Fahrbahn. Na, genau, die Dame wartet, so soll das auch sein hier. Und die läuft einfach, ja, die läuft einfach weiter, der Verkehr hält schon an, hier ist ja nicht irgendwie so, dass hier kein Fußgängerüberweg ist oder so, nein. Hier darf man ja einfach drüber laufen. Warte, die bleibt jetzt aber auf einmal stehen. So, weiter geht's. Genau, und falls wir nicht bestehen, können wir die ja irgendwann nochmal fahren, die Prüfungsfahrt. Die können wir so oft fahren, wie wir wollen, bis wir halt dann bestehen. Genau. Aber mal gucken, vielleicht bestehen wir ja sogar. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Wir werden es ja dann sehen. Genau, aber als nächstes müssen wir auf jeden Fall halt wieder nach Schichtplan fahren, um halt wieder ein bisschen Geld zu verdienen. So, uiui, hier geht's nochmal ordentlich rein. Mal gucken, dass wir aber auch hier wieder rauskommen nachher. Machen wir mal so. Nicht, dass wir nachher am Pfosten hängen bleiben. Gut, die Ampel ist eh rot. Da kommen jetzt ein paar Autos. Guten Tag, hallo. Hallo. Guten Abend. Gut, wir haben ja schon halb sieben jetzt hier. Kann man guten Abend sagen, ja. Eine Fahrkarte für den Herrn. Kein Problem, bitteschön. Kriegen wir auch noch ein paar Bonuspunkte. Und die Straße ist frei, das heißt, wir gucken nochmal hier links neben uns. Ist auch keiner. Gut. Wir fahren schon mal hier rüber hinter den Volkswagen. So, jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr weit. Das war jetzt im Pass. Passiepen. Und ja, das ist schon die vor. Jetzt kommt schon die. Als nächstes die vorletzte Haltestelle. Fuck. Weit im Gegenverkehr. Ah, der hat langsam gemacht. Danke. Und da vorne sieht es wie aus für uns. Jetzt könnt ihr mal kurz tippen. Geradeaus oder rechts. Und es geht rechts lang, weil der geradeaus das Depot. Da wollen wir nicht hin. Ja, verdammt, jetzt zieht der hier noch rüber. Oh, fuck. Na, passt noch. So. Oh, hier geht's jetzt aber echt eng um die Kurve. Komm, du darfst fahren. Da ist ein Grünpfeilschild, Kollege. Du dürftest fahren. Naja, gut, okay. War jetzt ja nicht mehr allzu lange rot. Aber das Grünpfeilschild sagt ja, dass man bei Rot auch fahren dürfte. Ah, nee, der will nicht rechts abbiegen. Ja, du, dann darf er nicht fahren. Okay, ich nehme alles zurück. Fuck, hier ist eng. Geht es nicht ohne Aufsetzen? Weil wir können nicht ausholen wegen dem Verkehr auf der anderen Spur neben uns. Genau, beim Grünpfeilschild ist es ja so, dass wenn die Ampel rot ist, darf man trotzdem rechts abbiegen, aber nur, wenn man halt davor geguckt hat, dass halt keine Autos kommen und man halt davor erstmal an der Ampel, muss man erstmal vollständig zum Stehen kommen, wie am Stoppschild und dann, wenn halt keine Autos kommen, darf man dann weiterfahren. Genau, halt ohne den anderen Verkehr zu behindern. Na komm, geht die Tür hinten mal zu? Jetzt. Sind aber einige ausgestiegen jetzt hier. So, der wartet hoffentlich. So. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Haltestelle. Es wird spannend, Leute. Es wird spannend. So, wir wollen hier rüber. Und da ist ja schon die Endhaltestelle. Zoologischer Garten. Dann halten wir noch einmal hier an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es ausgehen wird. Wie die Auswertung ausfallen wird. So, da ist die Fahrplanauswertung. Hier steht jetzt überall Status okay. Das heißt, das könnte sein, dass das nicht... Hier waren wir jetzt... Wie ist die Abfahrtdifferenz? Ja, hier waren wir so 3 Minuten. Das heißt, 3 Minuten ist noch als okay. Das heißt, es ist nicht... Das heißt, sollte wahrscheinlich vom Advanced Omnibus Driver auch nicht als verspätet. Nur hier, die eine ist verspätet. 3 Minuten 21. Heißt, wir wissen jetzt, ab 3,2 Minuten wird hier von OMSI 2 in der Fahrplanauswertung gesagt, ist man verspätet weggefahren. Und das ist uns nur bei einer Haltestelle passiert. Die anderen sind 3 Minuten. Das ist noch okay. Das heißt, wird nicht als verspätet gewertet. Das heißt, die Haltestelle ist einfach nur als Haltestelle weder verfrüht noch verspätet. Das heißt, es ist okay. Es passt alles. Sehr geil. Und dann hoffen wir mal, dass der Advanced Omnibus Driver das auch so wertet. Und dann sollten wir eigentlich bestanden haben. Also so von den Fahrhaltestellen her kriegen wir viele Punkte. Und gucken wir mal, wie sonst die Auswertung ausfällt. Wir werden es gleich sehen. Wir klicken auf Fahrt abschließen. Und es wird spannend. Wir wollen die Fahrt wirklich beenden und... Wir haben bestanden, Alter, Leute. Guckt euch das an. Ich nur so die ganze Zeit, oh scheiße, und da ist so viele Punkte, Abzug wahrscheinlich und so, oh nein und so. Und wie, guck mal, wie hoch, wie viele Punkte wir bekommen haben. Wir haben 97% der erreichten Punkte, 467 von 482. Fahrstil plus 12,7%, also beziehungsweise 6,9. Und letztes Mal hatten wir minus irgendwas. Hier Fahrgastkomfort 94,9%. Alter, richtig geil. Richtig geil, die Auswertung. Ist ja richtig gut ausgefallen hier. Ich glaube, so viele Haltestellen hatten wir jetzt noch nie pünktlich bei der Auswertung. Alter, geil. Und ich nur so, scheiße, oh nein. Oh, und der Fahrgastkomfort wird so runtergehen. Der Fahrstil ist richtig gut gewesen.
Alter, wie geil die Auswertung ausgefallen ist. Das heißt, wir haben die Haltestellen, die Linien 126 und 135 freigeschaltet und können die später dann auch, ja, zur Verfügung gestellt, beziehungsweise bekommen die jetzt zur Verfügung gestellt und können die dann auch während einer Schicht zugewiesen bekommen. Ja, sehr geil, wir haben die Prüfung bestanden. Und das heißt so, also, genau, jetzt wissen wir es auch, mit den Verspätungen, wann das angerechnet wird, haben wir ja da eben gesehen, also, Advanced Omnibus Driver übernimmt es hier, so wie es Omsi wahrscheinlich sagt. Also ab, wir können so sagen, ab 3,2 Minuten, wenn da oben Abweichung vom Fahrplan plus 3,2 steht, wissen wir, diese Haltestelle, wenn wir da ankommen, die wird als verspätet gewertet. Wenn es weniger ist, wenn da 3,0 steht, ist es noch okay. Und das ist auch auf jeden Fall auch dann, finde ich, ist auch auf jeden Fall eine gute Zeit und kann man auch so gut sagen, dass es dann noch passt und dann ist es zu viel. Also dass es dann ab 3 Minuten irgendwann kritisch wird, aber 3 Minuten so die Grenze, Obergrenze, für, dass es noch als pünktlich angesehen wird, ist auf jeden Fall sehr gut. Und so haben wir halt hier, da kriegt man halt ordentlich Punkte hier. Guckt mal, 14 Haltestellen pünktlich, 126 Punkte, das macht schon viel aus. Aber hier, dass wir auch Fahrstil und so gut bewertet haben bekommen, richtig geil. Und wir haben halt auch keine Unfälle gehabt und so. Der Fahrgastkomfort war auch richtig gut. War auf jeden Fall deutlich bessere Fahrt, als ich erwartet hatte. Ich hab schon gedacht, das wird echt kritisch, aber... Gut, da wir jetzt, es war halt auch so, weil ich gedacht habe, ab 3 Minuten könnte man schon sagen, dass es wahrscheinlich jetzt als verspätet angesehen wird. Aber ich finde es auch ganz gut, dass es jetzt hier erst ab 3 Minuten dann die Grenze ist, wo es dann, beziehungsweise ab 3,2 Minuten, 3 Minuten 21 Sekunden, 20 Sekunden wahrscheinlich dann erst verspätet. Finde ich auf jeden Fall sehr gut so. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir hier die Prüfungsfahrt bestanden haben. Ist eine geile Sache. Und dann, ja, haben wir jetzt hier schon zweimal jetzt eine Linie beantragt, einmal in der Südstadt und jetzt hier noch, ich weiß gar nicht, wie das genau hieß, das Gebiet jetzt. Auf jeden Fall die 126 und 135 haben wir jetzt, können die also auch noch im Schichtplan zugewiesen bekommen. Und wir gucken mal, ob wir nächstes Mal hier wieder fahren nach Dienstplan. Genau. Und die Fahrt hier mit dem Solaris Urbino 12 war auch richtig gut. Der Bus lässt sich auch super fahren, macht verdammt viel Spaß. Und falls ihr auch auf der Map Winsenburg fahren wollt oder hier mit dem Solaris Urbino 12 und ihr wissen wollt, wo ihr den downloaden könnt, dann schaut mal auf meiner Webseite www.linegamer1.de vorbei. Da findet ihr die Rubrik OMSI 2 und da habe ich den Solaris Urbino 12, den Bus hier und die Map Winsenburg unter anderem verlinkt, neben den ganzen anderen Bussen, mit denen wir hier auch fahren und auf den und die ganzen anderen Maps, auf denen wir hier schon gefahren sind, habe ich dort auch verlinkt. Genau. Ja, schauen wir mal, ob wir nächstes Mal wieder Karriere fahren werden, also nach Schichtplan dann wieder oder wieder auf einer anderen Map, so wie letztens jetzt auf Tettau oder Baumgarten. Auf der Map Baumgarten haben wir ja noch eine Linie zu fahren, Tettau haben wir schon alle und ich habe auch noch ein paar andere Maps da schon so in Aussicht, in Ausblick, auf denen wir auch noch fahren können, genau. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen werden. Oder vielleicht fahren wir nächstes Mal nur einen ganz kurzen Schichtplan, nicht so lang wie letztes Mal hier der Schichtplan mit dem Solaris Urbino 18. Da waren wir ein bisschen lange unterwegs, 5 Teile war das, glaube ich, oder so. Und vielleicht stelle ich da mal nur eine halbe Stunde ein als Fahrt, die man da fahren, wie lange man unterwegs sein will. Gucken wir einfach mal, wie es nächstes Mal sein wird. Das war es an der Stelle von dem Teil hier. Und wenn euch die Fahrt gefallen hat, mir ist auf jeden Fall verdammt viel Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank nochmal an die Flasche HD für deinen Themenvorschlag. Falls ihr auch welche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Freue ich mich auf jeden Fall über jeden Themenvorschlag. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein und drückt den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.